Ist Florian Kohfeldt noch der Richtige für uns? Das fragen wir uns und vieles mehr nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, Nico. Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr wisst, haben wir jetzt zwei sehr, sehr schwierige Spiele vor der Brust. Und ich muss sagen, auf dem letzten Video und auch auf dem vorletzten Video kamen sehr, sehr viele Kommentare auch wieder, die so ein bisschen gegen Kofeld gingen. Ihr kennt eigentlich meine Meinung dazu. Ich bin Fan von Vereinen wie dann auch Freiburg, die wirklich an ihrem Trainer festhalten, durch dick und dünn gehen, und versuchen, mit dem Trainer ein Langzeitprojekt aufzustellen und dem Trainer das zu geben, dass er seine Art des Spiels, also seine Spielweise spielen kann und diese volle Unterstützung, Rückendeckung zu geben. Denn ich sag auch, ich tue mich da sehr, sehr schwer, immer zu sagen, es liegt am Trainer oder das und das liegt am Trainer. Es sind halt am Ende, im Endeffekt auch die Spieler auf dem Platz. Und wenn die halt nicht abliefern, ist es immer so eine Sache. Ja, ich weiß, es kommen dann auch die Kommentare wie, vielleicht erreicht der Trainer die Spieler nicht mehr, aber in dem Fall würde ich das überhaupt nicht so sehen. Im Gegenteil, ich glaube schon, dass Kohfeldt auch die Spieler erreicht. Was ich aber auch glaube, ist, dass Florian Kohfeldt, wie soll man das sagen, natürlich durch die letzte Saison sehr stark unter Beobachtung steht. Das trifft es, glaube ich, richtig. Bei den Auswechslungen, da können wir uns streiten. Ich glaube, da sind sagen viele, dass wir teilweise oft zu spät wechseln, teilweise die Wechselung wir nicht ganz verstehen. Romano Schmid kam jetzt auch endlich mal, hat eigentlich auch das gezeigt, was wir eigentlich alle die ganze Zeit gesagt haben. Diesen Kreativmoment, er bringt ihn rein und belebt so ein bisschen das Mittelfeld, dann das Mittelfeldgeschehen. Ich glaube auch, dass Romano Schmid noch gefährlicher ist, wenn er zentral spielt, denn er kam ja rein für so ein bisschen flügellastig, also sehr recht flügellastig sah das schon aus. Ja, was mich zum Beispiel interessieren würde, wäre im 4-2-3-1, wenn man einen Osako als Beispiel raustut und einen Schmid dahin stellt auf die Zehnerposition, wie es dann wäre. Das fände ich außerordentlich interessant. Und fände ich auch so ein bisschen schachzugmäßig. Also das fände ich wirklich sehr, sehr stark. Jetzt, wie gesagt, zu Kofeld. Ich finde gut, dass er da umgestellt hat, dass er dieses System jetzt gegangen ist, dieses 4-2-3-1. Klar, ich bin auch Fan von 4-2-3-1, muss man auch so sagen. Aber im Endeffekt sage ich halt auch, dass ich nicht glaube, dass wenn wir jetzt einen neuen Trainer hätten, irgendwas groß anders laufen würde, besser laufen würde, neue Impulse da wären. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, in einer Saison, die so gestaltet ist, die wie die jetzige, wo es praktisch von Spiel zu Spiel geht, also unfassbar viele Spiele, unfassbar wenige Pausen, ist für uns natürlich als Fans ein Highlight, sehr, sehr cool. Für die Spieler natürlich alles ein bisschen was anderes. Ich will gar nicht sagen, mega krank, mega anstrengend, das ist ja auch irgendwo deren Beruf, ist auch klar. Und ja, natürlich ist es anstrengender als sonst, darum geht es gar nicht, aber wir sind ja noch insofern verschont, wir spielen ja nicht international. Wir haben in Anführungszeichen nur die Bundesliga und den DFB-Pokal. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Die nächsten zwei Spiele, die praktisch Kohfeldt bestreiten muss, wo er sich nochmal zeigen muss, was er für ein Taktikfuchs vielleicht auch ist, sind Leipzig und Dortmund. Ich sag mal so, es gibt auch einfachere Aufgaben, aber die hatten wir auch schon und da haben wir versagt. Muss man auch ganz klar so sagen. Unter anderem zum Beispiel Köln gegen Köln das Spiel. Das wären wichtige 3 Punkte gewesen. Aber gut. Wir müssen das jetzt alles so annehmen. Das geht ja gar nicht anders. Also wir haben ja gar keine andere Wahl. Wir müssen das jetzt so annehmen. Und müssen dann mal schauen, was da geht, was da gehen kann. Denn gegen Bayern zum Beispiel hat uns auch jeder eigentlich abgeschrieben gehabt. Aber da haben wir eigentlich mit unser bestes Saisonspiel gemacht. Mega Kampf, Leidenschaft, Umschaltmomente gehabt. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde das Leipzig-Spiel auch noch nicht, tendenziell noch nicht einfach abschreiben.
Und dann kommt auch Dortmund, die ja auch durchaus ab und zu mal strugglen. Und beide spielen auch gerade noch international. Das heißt, beide spielen jetzt international. Dann kommen wir gegen Leipzig. Dann in der Woche gegen Dortmund. Und dann kommt Mainz. Ja, ich sag mal so. Das kann man mal so machen, würde ich sagen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze da ausgehen wird. Ich glaube, dass man auch danach, je nachdem, wieder eine Trainerdiskussion haben könnte, wenn wir da alles verlieren sollten. Deswegen wollte ich dieses Video auch schon machen, um eure Meinung zu hören. Was sagt ihr denn? Was sagt ihr denn? Seid ihr pro Kofeld? Seid ihr gegen Kofeld? Aber auch warum? Egal ob pro oder ob dafür oder dagegen. Bitte schreibt auch eine Begründung in die Kommentare, denn einfach nur sagen, ich bin dafür, ich bin dagegen, das ist mir zu einfach. Wie gesagt, ich würde gerne Begründungen lesen und haben. Und jetzt kommen wir noch zur wichtigen Aufgabe für euch, gerade ganz kurz nochmal. Und zwar morgen Mittwoch. Ihr wisst, die letzten Mittwoche habe ich auch sehr, sehr oft euch gefragt, was ihr sehen wollt. Das ist eure Möglichkeit auch wieder mal. Also den Mittwoch praktisch zu gestalten. Ihr könnt entscheiden, was wollt ihr morgen für ein Video sehen, welches Thema. Schreibt dies auch bitte gerne in die Kommentare. Und ja, ich habe auch schon Leute gehabt, die mir bei Instagram jetzt geschrieben haben. Auch die Sachen sind auf meinem Schirm. Nur ihr könnt da gerne ja eure Kreativität in freien Lauf lassen, sag ich mal. Und ja, jetzt zum Abschluss, abschließendes Thema. Meine Meinung zu Kofeld ist, wie gesagt, ich bin dafür, ich halte auch an ihm fest. Ich finde auch, dass er ein, zwei Sachen ändern sollte oder auch ändern muss, je nachdem. Aber ich stehe da schon zu Kofeld, will ich dazu nochmal ganz kurz sagen. Und fürs Wochenende, sage ich ehrlich, gegen Leipzig, ich hatte euch ja auch gefragt gehabt, wen wollt ihr praktisch als Gast sehen? Da kamen sehr lustige Antworten auch bei rum. Und ich habe mir da auch schon was jetzt gedacht oder geplant für Donnerstag. Samstag beim Stream gibt's wirklich, wirklich ganz, ganz viel Action, sage ich mal, denn wir werden auch wieder, wie jetzt auch im letzten Spiel, einen sehr langen Livestream machen, nur diesmal ohne Unterbrechung. Das heißt, ich werde mindestens 2 Stunden vor dem Spiel auch schon für euch am Start sein und dann können wir Action machen und ich hoffe, dass wir da echt einen geilen Stream haben werden. Und natürlich auch ein geiles Spiel sehen werden. Das ist nämlich, darum geht es ja in erster Linie, ist ja ganz klar. Ja, ich bin sehr gespannt. Warten wir mal das Ganze ab und würde sagen, ich wünsche euch weiterhin einen schönen Wochenstart, denn auch Dienstag immer noch Wochenstart. Und ja, haut die Kommentare voll. Euer Nico. Ciao.